Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Counter-Strike Video von mir. Ja, heute habe ich mir überlegt, wir machen mal wieder eine Mission von der hier Operation Bloodhound. Und jo, ihr seht, ich habe hier schon ein paar Missionen durch, habe auch schon einen oder Thirst Revolution gemacht, aber heute machen wir die Wargames Mission. Dort müssen wir einfach in dem Wettrüsten-Modus bisschen St. Mark spielen. Also ich zock mit Mirko zusammen eigentlich immer ziemlich gerne Wettrüsten, nur St. Mark ist jetzt irgendwie gar nicht meine Map, aber okay. Wir brauchen 20 Abschüsse und ja, es gibt dann ein paar schöne XP wieder. Ja, und wenn wir halt dann noch, wenn ich das da gerade noch richtig gelesen habe, wenn wir irgendwelche Waffen aus der Lake-Kollektion benutzen, dann gibt es sogar 15 XP dazu. Ich habe aber soweit nichts aus der Lake-Kollektion, habe auch ein paar Waffen wieder weniger, weil ich aus Versehen aufs falsche Team gesetzt habe. Kann auf jeden Fall mal passieren, ist kein Ding, das holen wir uns da irgendwann mal schon wieder raus, würde ich sagen. Jetzt gucken wir hier erstmal, fängt die Runde gerade neu an, er fängt neu an, das Team ist voll, dann sind wir Terroristen, okay, es fängt doch nicht ganz neu an. So, wer schon mal Nummer 1 geht, ist auch, ja, okay, so funktioniert das. Ich spiele auch übrigens gerade mit meiner, der hat doch einen Headshot drinnen. Ich spiele auch übrigens gerade mit meiner alten neuen, okay, doch. Ich spiele auch übrigens gerade, wie gesagt, mit meiner alten neuen Gaming-Tastatur. Stier. Oh. Mit meiner alten Gaming-Tastatur, weil die hat, also ich weiß nicht, ob welche von euch auch diese Gigabyte Ivia-Tastatur haben. Auf jeden Fall hat die so einen netten kleinen Bug, dass sie sich nämlich, wenn es wirklich schlecht läuft, minütlich. Ach du Scheiße. Gib dir. Dass ich die also auf jeden Fall minütlich abschießt, wenn es schlecht läuft. Und ich sie dann neu anstecken darf. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht der Fall ist, weil wenn, dann wäre es auf jeden Fall ärgerlich, weil ich hatte jetzt die ganze Zeit so eine 5-Euro-Tastatur von Fujitsu Siemens. Mit der ging das übrigens auch gut. A4, nicht ganz so meine Waffe. Komm, gib mir wenigstens den einen. Nee, der wurde uns mal wieder nicht gegönnt. Wie soll es auch anders sein? So, hier, ach Gott, da hinten ist einer, komm den, Mate, geh da, du miese Sau. So, und ohne Spaß, Leute, ich hab ja mein Zimmer hier, nein, ja, ich hab ja mein Zimmer hier oben im Dachgeschoss, also praktisch einfach die höchste Etage und wir haben hier keinen Dachboden oder ähnliches eingezogen, das heißt, es ist gerade mal wieder, brennend heiß hier oben, also 35 Grad auf jeden Fall am Start hier. Und naja, ist auf jeden Fall nicht so angenehm gerade. Ach Leute, ich glaube, in der Runde packen wir es nicht mehr. Wenn hätte die... Ja, alles klar. Muss ich mich schon wieder aufregen spielen. Hätte die neu angefangen, habe ich Aim auch gerade so scheiße. Man, es ist einfach so warm hier drin. Da fasst man auch keinen klar. Mate, geht da weg! Mann! Das habe ich schon wieder Mates. Meine Mates blockieren mich. Das ist frech. Nee, und Spaß, ich kann mich auch gerade gar nicht konzentrieren, weil es ist so abnormal heiß hier oben einfach nur. Das glaubt man gar nicht. Ja, also auf jeden Fall so 35 Grad oder so auf jeden Fall am Start. Oh, AK, ey. Die AK ist eine Waffe. Weißt du, entweder mache ich einen One-Click oder gar nichts. Das ist ein bisschen nervig. Ja, alles klar. Ach Gott, ey. Hockt der da wirklich drin? Ach Leute. Muss mir sowas schon wieder angetan werden, frage ich mich. Ja, muss es, sagt Game. Komm, ihr. Yeah. Oh, was? 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 Okay. Nein, das war dumm. Wie viele Kills? Noch 15 Kills. Ey, das könnten wir sogar schaffen, wenn jetzt hier sich der Maxi ein bisschen anstrengt. Dann. Und nicht hier hängen bleibt. Ohne Spaß, es ist so ungewohnt, weil meine Gaming-Tastatur, also die richtige, die hat richtige... Was war das denn? Egal. Die hat richichtige Druckpunkte, also die WASD-Tasten, da muss man ein bisschen fester dran rumpushen, dass die hier reagieren. Ist auf jeden Fall angenehmer zu spielen. Und das war ein Headshot. Und ja, ich hoffe mal auch, dass man meinen PC nicht hört, weil dem ist auch viel zu heiß, habe ich mitbekommen. Gib mir, ja, haben wir bekommen. Ganz, ganz stark hier. Oh, 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 Profi-Op. Na, oh, Mann.
Also ich habe bisschen mit der Orb geübt. Ich weiß nicht, ob es mir gleich was helfen wird. Ich hoffe einfach mal. Der Pick war schon mal gut. Einen brauchen wir noch mit der Orb. Mit der Orb. Kriegt hier ein... Oh, oioioi, noch ein No-Scope wieder. So, den machen wir hier auch noch. Ist ja dann... Oh, da ist schon der Goldmesser. Jetzt müssen wir auf... Hat der das Goldmesser? Nee, bitte nicht, bitte nicht. Oh, wir haben die Mission geschafft schon. Stark, Mann. Auf jeden Fall 21 Kills gemacht. 20 hätten wir gebraucht. Ich sehe gerade, man hätte nur 10 XP bekommen, wenn man irgendwas aus der Lake Collection gehabt hätte. Also, eh uninteressant. Oh, ich hasse die Negev. Ich weiß, eigentlich ist sie extrem einfach zu spielen, aber meins ist es nicht. Der Rabbit hat gewonnen. Wir sind hier hinten, gut, wir sind halt irgendwann reingekommen. Aber wir haben auf jeden Fall unsere Mission geschafft, das freut mich. Ein Case oder so hat es nicht gegeben. Rabbit will anscheinend noch was sagen, aber gut, so viel dazu. Ja, das war auf jeden Fall heute ein kleines Missionsvideo. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.